Kloster Dies im Bodenberg. Sicher, fragst du dich, könnte ich das auch? Und ich kann dir diese Frage beantworten. Nein, du kannst das nicht. Dazu bedarf es Verstandes, weiser Voraussicht und des Mutes, das Richtige zu tun. Verstehst du, was ich dir sagen will? Pater Herbrand verstand sehr gut. Kuno, Abt des Klosters Dies im Bodenberg, wollte ihm deutlich machen, dass es wieder an der Zeit war, seiner Genialität zu huldigen. Eine Aufgabe, die Herbrand ausgesprochen schwer fiel. Kuno fuchtelte beim Sprechen mit seinen dünnen Armen durch die Luft, als wolle er einen Schwamm Bienen verscheuchen, von Gestalt schmächtig, mit dünnem, schütterem Haarrings um die Tonsur, großen, weist weit aufgerissenen Augen. Mit einer Fistelstimme wirkte Kuno einmal mehr wie ein aufgeregtes Vogelküken. Herbrand musste bei dem Vergleich, den Pater Ignaz vor ein paar Wochen so trefflich gezogen hatte, unwillkürlich grinsen. Doch seine Belustigung währte nur kurz. Was gibt's da zu grinsen, Kerl? Hab ich etwas gesagt, was dich erheitern soll? Nein, hab ich nicht. Der Herr vergebe mir. Aber ich lass dich peitschen bis aus Blut, sollte das Vorhaben misslingen. Herbrand bemühte sich auf der Stelle um eine möglichst ernste Miene. Wirklich beunruhigt über die offene Drohung seines Abtes aber war er nicht. Herbrand diente Kuno seit vielen Jahren als Adlatus. Sie hatten gemeinsam eine Menge Leichen im Gewölbe, bildlich gesprochen. Kunos haltlose Drohung, die Wutausbrüche und die zornigen Tiraden über die Unfähigkeit aller anderen war Herbrand mittlerweile gewohnt, wie eine alte Eiche die Herbstgewitter. Er, der Kuno beinahe um 2 Fuß überragte, sah sich selbst gern als Eiche, stark, standhaft und beständig. Er war für die Drecksarbeit verantwortlich, lieferte Kuno das Material, aus dem der Abt seine Intrigen spann. Seine bedingungslose Ergebenheit wurde zwar selten mit offener Dankbarkeit vergolten, aber Herbrand wusste sehr genau, dass Kuno es sich nicht leisten konnte, ihn zu verlieren. Hörst du mir überhaupt zu, du großer, dummer Bär? Aber natürlich. Gut, das wird dir auch geraten haben. Also, weil weithin bekannt ist, dass niemand außer mir zu einem solchen Vorhaben instande ist, hat sich Graf Erkwald direkt an mich gewandt. Diese Bodenberg, mein Kloster, wird in die Geschichte eingehen. Und was will Graf Erkwald genau? Was will er genau, was will er genau? Speichetropfen flogen durch die Luft, als der Abt vor Herbrand erregt auf und ab lief. Das herauszufinden wird meine vornehmste Aufgabe sein. Kuno blieb stehen, sein Zeigefinger stach durch die Luft in Richtung Herbrand. Deine Aufgabe, Herbrand, wird es sein, unsere Mitbrüder davon zu überzeugen, dass diese Delegationen allerhöchste Wichtigkeit haben. Ich will kein Gejammer über zusätzliche Arbeit hören. Das Kloster wird strahlen. Die Küche und unser Gästehaus soll sich vorbereiten. Wir werden nicht nur ein Fest ausrichten, es wird jeden Tag ein Festessen geben. Und wenn ihm beim Putzen, beim Zusammenstellen der Vorräte, beim Zubereiten der Mahlzeit die Finger bluten, ja, wir werden vorbereitet sein auf die Großen dieses Reiches. Ist das klar? Ja, ehrwürdiger Vater. Herr Brand neigte demütig den Kopf und fragte sich, was die übrigen Brüder des Klosters davon halten würden, dass ihr geregeltes, beschauliches Leben von den Großen des Reiches auf den Kopf gestellt werden würde.